das sieht ja von außen oft anders aus. Aber wenn Sie mal so Biografie lesen, zum Beispiel über Warren Buffett, The Snowball, was ich jedem empfehlen kann, ja, dann sehen Sie, dass der ganz schwierige Situationen gehabt hat, wo er auch gescheitert oder fast gescheitert ist. Oder über Rockefeller, über alle erfolgreichen Menschen werden Sie auch sehen, dass es Situationen gab, wo die also mit Dingen gescheitert sind und ganz große Schwierigkeiten hatten. Das gehört zum Leben dazu. Die Frage ist nur, wie man dann darauf reagiert. Die andere Sache, die Sie ja gesagt haben, ist dieses bisschen aus der Masse herauszustechen, nicht konform einfach mit dem Strom zu schwimmen. Ist es auf der einen Seite so, dass es eigentlich sogar mit weniger Risiko behaftet ist oder ist es mit mehr Risiko behaftet? Sagen wir mal ja und nein. Ja. Wer jetzt ein absoluter Sicherheitsfanatiker ist, also so wie ein Beamter, der sein Geld immer aufs Sparbuch legt, ja, der wird sich ja jetzt kein Unternehmen gründen. Ja. Wobei man auch an dem Beispiel eigentlich ganz gut sagen kann, die vermeintliche Sicherheit, also jetzt zum Beispiel das Geld aufs Sparbuch zu geben, ist ja in Wahrheit das größte Risiko, weil der mit Sicherheit weiß, dass sein Geld also jedes Jahr weniger wird, schon bei moderater Inflation. Deswegen scheint es ihm sicher, weil immer der gleiche Betrag nominal dasteht, aber schon bei jetzt einer moderaten Inflation, sagen wir von 2,5% nur, und dann hat er nach 10 Jahren, wenn man der realen Kaufkraft sieht, hat er vielleicht 780 Euro oder so. Ja, das heißt, in Wahrheit ist das Risiko sogar 100%, dass er Geld verliert. Er nimmt es aber als 0% wahr, weil es nominal immer der gleiche Wert bleibt. Ja. Und deswegen, also man muss schon gewisse Risiken eingehen. Aber ich kann jetzt mal von mir selbst sagen, zum Beispiel, ich bin jetzt eher ein risikoaverser Mensch, deswegen auch vielleicht ein bisschen untypisch wieder für jemand, der Unternehmer geworden ist. Deswegen bin ich auch erst sehr spät in meinem Leben Unternehmer geworden, da war ich schon 43 Jahre alt, ja, weil ich schon sehr risikoavers bin. Und wenn jetzt ein Mensch so ist, da kann er schwer aus seiner Haut. Also Sie können jetzt aus einem, der eher sicherheitsorientiert ist, da können Sie jetzt nicht einen machen, der immer bei, sagen wir mal, bei diesen Risikosportarten, die es da alle gibt, da mitmacht oder so. Das sind einfach die Menschen verschieden. Aber trotzdem, das zeigt ja auch mein Beispiel, wenn sie dann einmal irgendwo natürlich schon über ihren Schatten springen und eine Firma gründen, ja, dann ist sogar diese Sicherheitsorientierung, kann wieder zum Vorteil werden. Also bei mir war das so, weil ich habe, also zum Beispiel, meine Firma hat extrem hohe Gewinne gemacht, immer, ja. Wir hatten in den 15 Jahren eine durchschnittliche Umsatzrendite von 48%, ja. Das war aber auch deswegen, weil ich so sicherheitsorientiert bin, weil ich hätte mich total unwohl gefühlt mit vielleicht einer Gewinnmarge von 5%, weil von 5% plus sind sie schnell bei 5% minus. Aber von 48% plus, da ist also viel Puffer, bis sie mal überhaupt irgendwo ins Minus gelangen können. Also das war auch meinem Sicherheitsbedürfnis geschuldet. Oder ich habe zum Beispiel die Mietverträge für meine Büroräume auch so ausgehandelt, dass sie für mich viel Sicherheit boten, also 10 Jahre fest. Aber andererseits konnte ich jedes Jahr raus, um mein Risiko, wenn es nicht klappt, irgendwo zu minimieren. Ich will damit also nur sagen, auch wenn jetzt ein Mensch von Natur aus vielleicht eher zum Sicherheitsmäßigen neigt, so wie ich, ja, dann darf man das nicht nur als Nachteil empfinden, sondern wenn man dann einmal eine Firma gegründet hat, dann ist es durchaus auch ein Vorteil, während das hohe Risikobewusstsein ist natürlich schon für die meisten Unternehmer charakteristisch, aber ist auch natürlich eine Gefahr, ja, weil wenn sich das zum Beispiel vermengt mit einem sehr großen Optimismus, vielleicht auch mit dem Überoptimismus, dann führt es dazu, dass wenn zum Beispiel, sagen wir, die Verhältnisse schwierig werden, ja, dass der oft das gar nicht mehr richtig angemessen wahrnimmt, die Risiken, ja, dass er dann auch Risiken eingeht, die in gar keinem Verhältnis zu den Chancen stehen oder die Risiken verdrängt und so weiter, ja. Und da habe ich auch schon viel erlebt, die dadurch dann pleite gegangen sind, ja, dass sie letztlich zu optimistisch waren. Deswegen ist also Optimismus auf der einen Seite gut, ja, um eine Firma zu gründen, kann auch auf der anderen Seite zur Gefahr werden wiederum.
Also wenn man dann schon reich ist, neigt man vielleicht sogar eher dazu oder ist es vielleicht sogar schwieriger, reich zu bleiben, als wenn man noch nicht reich ist? Ja, das verstehen viele Leute nicht so, aber das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall so, dass also das reich bleiben genauso schwierig ist, mindestens wie das reich werden. Das sehen Sie auch daran, die Menschen, die jetzt zum Beispiel durch Erbschaft reich werden, ja, da ist ja nicht so, wie das jetzt uns die Antikapitalisten immer erzählen, die werden dann immer automatisch auf geheimnisvolle Weise immer reicher. Nee, die meisten, die werden dann ärmer. Das kann man auch nachweisen, dass also das oft schon über 3 Generationen immer wieder halbiert wird, das Vermögen. So wie in dem Roman Buddenbrooks von Thomas Mann, ja, wo die Erstfamilie, die erwirtschaftet es dann und dann die folgenden Familien, die verspielen dann das Vermögen oder verprassen es dann. Und das ist ja nicht nur in dem Roman so, das ist auch tatsächlich, gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen sehr häufig so. Und ja, wenn sie einmal reich geworden sind, dann ist es natürlich allein die Erhaltung des Vermögens keine ganz einfache Aufgabe, ja. Und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Reich werden und bleiben. Ja? Weil was nützt es Ihnen, wenn Sie jetzt reich geworden sind, durch vielleicht, sagen wir mal, als Fußballer 10 Jahre haben Sie Ihren Körper hingehalten, haben Ihre Verletzungen gehabt und, haben alles gegeben. Ja? Und dann hören Sie auf, ja? Und dann nach ein paar Jahren haben Sie alles verloren. Und das ist jetzt keine Theorie, das ist Realität. Zum Beispiel in der NBA. In Amerika, da ist so, dass also nach 5 Jahren nach dem Karriereende, ja, das sind 80% der Leute pleite, obwohl die mehrere Millionen verdienen. Ja. Es gibt ja auch immer wieder Beispiele, jetzt der Boris Becker zum Beispiel, ja, der hatte irgendwo in seiner aktiven Zeit 100 bis 200 Millionen verdient an Preisgeldern, an Werbeeinnahmen und. Das ist jetzt alles weg. Ja. Das ist also, warum? Weil er eine Menge Sachen halt danach falsch gemacht hat. Ja. Und das heißt, der war jetzt gut in seinem Bereich, im Tennis, aber in den anderen Bereichen, zum Beispiel unternehmerisch und so, da war er halt nicht gut. Ja. Und deswegen ist also schon wichtig, sich auch von Anfang an mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn man heute noch gar nicht reich ist, wie man reich bleibt. Und was nützt Ihnen, wenn Sie jetzt, wie gesagt, dann wissen, wie man reich wird, haben dann eine Menge Geld gemacht und am Schluss verlieren Sie es dann wieder alles. Das ist ja noch frustrierender, als wenn Sie nie welches gehabt hätten, weil dann haben Sie sich auch schon gewöhnt an hohen Lebensstandard und so. Und wenn Sie dann da wieder radikal von runtergehen müssen, das ist ja schrecklich. Wenn man dann schon reich ist und vielleicht auch wieder das Geld verliert, liegt es vielleicht auch daran, dass man sich immer weitere Ziele setzt? Sind Ziele eigentlich wichtig oder setzen sich die meisten Leute vielleicht sogar zu geringe Ziele? Ja, also Zielsetzung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und Sie haben es richtig gesagt. Meiner Meinung nach setzen sich die meisten Menschen also zu kleine Ziele. Ja? Und warum? Weil sie oft Angst haben, vielleicht, dass wenn das Ziel zu groß wird, dass sie dann frustriert sind, wenn sie es nicht erreichen. Aber ich meine, wenn ich es gar nicht erst versuche, ja, dann bin ich ja schon vorher gescheitert. Also das ist ja schon der Worst Case praktisch. Während, wenn ich mir ein Ziel setze, das also groß ist, ja, dann habe ich zumindest eine Chance, das zu erreichen. Und selbst wenn man dann vielleicht das nicht ganz erreicht, ja, dann ist es ja trotzdem so, dass man auf diese Weise aber oft mehr erreicht, als wenn man erreichen würde, wenn man sich keine Ziele oder zu kleine Ziele setzt. Das ist also auch erwiesen. Ja, es gibt in USA eine Theorie, die heißt Goal-Setting-Theorie und die haben, ich glaube, über 400 Studien und Experimente auf der ganzen Welt gemacht und zu den unterschiedlichsten Themen und das Ergebnis war immer wieder das Gleiche, dass also, wenn sich jemand höhere, ambitioniertere und auch vor allen Dingen konkrete Ziele setzt, dass er dann erfolgreicher ist als jemand, der sich entweder überhaupt keine Ziele setzt oder irgendwie ganz, ganz vage, unspezifische Ziele setzt. Das ist also auch wissenschaftlich erwiesen. Ich habe auch in meinem Buch Psychologie der Superreichen, habe ich so diese Theorie referiert. Und deswegen ist also schon das ein ganz entscheidender Punkt, dass man sich Ziele setzt und die sollten auch schon durchaus ambitioniert sein. Das ist ein gutes Stichwort. Wie ambitioniert sollten sie denn sein? Weil ich
könnte mir jetzt vorstellen, dass es relativ schwierig ist, generell, wenn sich jetzt Leute Ziele setzen und sie sagen dann eben schon in ihrem Buch auch, die Ziele sind tendenziell eher etwas zu gering. Wie kann man denn selbst analysieren, wann dieses Ziel so ein Ziel ist, was dann auch Sinn macht, Ihrer Meinung nach? Also klar, es gibt jetzt auch natürlich theoretisch die Möglichkeit, dass sie sich zu große Ziele setzen, die sie dann nur frustrieren. Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nächstes Jahr Präsident der Vereinigten Staaten, dann geht es aus mehreren Gründen nicht. Erstens sind nächstes Jahr gar keine Wahlen. Ja? Zweitens muss ich in Amerika geboren sein, um Präsident zu werden. Ja? Und viele andere Gründe auch. Oder wenn ich jetzt sage, ich fliege übernächstes Jahr zum Mars, ja, das sind also Ziele, die, sagen wir mal, 100% zu groß und damit tatsächlich unrealistisch sind. Ja. Aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt gar niemanden, der sich jetzt vorgenommen hat, zum Mars zu fliegen oder amerikanischer Präsident zu werden. Ja. Also ich kenne aber viel mehr Leute, die sich also kleine oder keine Ziele setzen. Deswegen halte ich das für die größere Gefahr. Wie groß soll das Ziel sein? Das kann man nicht so verallgemeinert sagen, aber ich möchte es mal ganz abstrakt sagen. Es sollte so groß sein, dass man gerade noch dran glauben kann, aber es einem schon ein bisschen schwerfällt, dran zu glauben. Ja? Also ich sage mal ein Beispiel aus dem Sport. Ich mache ja so Kraftsport, ja, und kennen vielleicht noch manche, ich weiß, ich mache sie auch, wenn sie so auf der Bank liegen, Bank drücken, ja, als Beispiel. Nehmen wir mal an, jetzt schafft jemand 10 mal 80 Kilo beim Bankdrücken, nur mal als Beispiel. Und wenn sich dann das Ziel setzen, ich werde jetzt in einem Jahr 85 Kilo schaffen, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie es nicht erreichen, vorausgesetzt, sie trainieren also ambitioniert, aber es ist definitiv ein zu kleines Ziel, weil es im Prinzip auch schon eigentlich im Grunde genommen feststeht, dass sie das erreichen können. Ja? Wenn sich jetzt Ziel setzen würden in einem Jahr, und ich spreche jetzt immer auf natürliche Weise, also nicht Leute, was ich total ablehne, die dann mit Anabolika dazu nachhelfen, aber auf natürliche Weise, in einem Jahr will ich 10 mal 200 Kilo machen. Ja? Das ist unrealistisch, das wissen sie auch, dass sie das nicht schaffen können. Wenn sich aber zum Beispiel das Ziel setzen, in einem Jahr, da schaffe ich vielleicht 10 mal 100 Kilo, ja? Oder 110 oder was auch immer, ja? Dann ist es schon sehr ambitioniert und es fällt ihnen auch schwer dran zu glauben, ja? Aber es ist jetzt auch nicht so völlig außerhalb des Denkbaren oder Möglichen, wie wenn sie sich 200 Kilo gesetzt haben. Es ist also auch schon ein ambitioniertes Ziel, wo man sich also schon strecken muss. Und es gehört dann auch dazu, um in dem Bild zu bleiben, dass sie manchmal scheitern. Also um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Also wenn sie jetzt diese 10 mal 80 Kilo machen, dann werden sie die im Prinzip immer oder fast immer schaffen. Ja? Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns ist also fast null, außer wenn sie jetzt einen total schlechten Tag haben oder so. Aber sie werden es immer schaffen. Aber ihr Muskel wird da nicht wachsen, weil das können sie ja sowieso schon. Wenn sie jetzt mehr auflegen dann irgendwann mal, ja, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo sie das Gewicht nicht schaffen. Dann steht einer hinter ihnen und muss irgendwie sie motivieren oder auch vielleicht dann helfen, dass sie es noch hochkriegen. Ja. Das heißt, da wird es auch Situationen geben, wo sie das nicht schaffen, wo sie scheitern. Aber das gehört also dazu, weil wenn sie nicht außerhalb ihrer Komfortzone gehen, dann findet auch kein Wachstum statt. Und das trifft jetzt nicht nur für Gewichte zu, sondern das trifft generell im Leben zu. Das schließt ja auch ein bisschen wieder an den Punkt an, den Sie vorhin gemeint haben, dass dann besonders erfolgreiche Menschen, auch wenn sie mal scheitern, da dann auch wieder aufstehen. Ja, ist ja ganz normal, dass man also öfters auch scheitert. Also ich habe jetzt gerade den neuen tollen Film gesehen über Michael Schumacher. Ja. Der hat ja eine Zeit, das war mir gar nicht mehr so bewusst, von mehreren Jahren gehabt, wo er zu Ferrari gekommen ist und nicht erfolgreich war und hat trotzdem immer wieder durchgehalten, weitergemacht. Also jeder, auch Erfolgreiche, die erfolgreichsten Menschen, die haben Situationen gehabt, wo sie Rückschläge hatten, wo sie gescheitert sind. Das sieht ja von außen oft anders aus. Aber wenn Sie mal so Biografie lesen, zum Beispiel über Warren Buffett, The Snowball, was ich jedem empfehlen kann, ja, dann sehen Sie, dass der ganz schwierige Situationen gehabt hat, wo er auch gescheitert oder fast gescheitert ist, oder über Rockefeller, über alle erfolgreichen Menschen werden sie auch sehen, dass es Situationen gab, wo die also mit Dingen gescheitert sind und ganz große Schwierigkeiten hatten. Das gehört zum Leben dazu. Die Frage ist nur, wie man dann darauf reagiert.